Ich sag's ja immer wieder, aber das ist der Beweis. Günstig ist gleich gut. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich suche mal ein paar wirklich sehr, sehr günstige Produkte für euch raus, die man entweder jemandem schenken kann, der vielleicht gerade mit Make-up anfängt oder wenn die Kasse vielleicht mal ein bisschen knapp ist oder wenn man sich trotzdem irgendwie so eine Kleinigkeit gönnen möchte. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte um die 5 Euro maximal und die lohnen sich wirklich. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da lasst. Ich zeige euch hier immer die besten und günstigsten Produkte vorrangig aus der Drogerie. Ab und zu schauen wir auch mal in den High-End-Bereich, um zu gucken, was gibt es denn da gerade, in welche Richtung geht das Make-up und wo geht die Drogerie als nächstes hin. Und wir starten direkt mit dem ersten. Wenn es ums Thema Foundation geht, ist das Ganze sehr persönlich. Und es ist für mich schwierig, Foundations zu empfehlen, weil ich natürlich nicht weiß, wer von euch hat welchen Hauttypen. Ein Produkt hat sich aber in den letzten Monaten für mich herauskristallisiert, welches am besten funktioniert für viele, je nachdem, wie man es benutzt. Und das ist der Skin Tint von Essence. Ich habe ihn auch heute drauf. Es ist eine sehr leichte Textur, sehr deckend für das, was es eigentlich sein soll. Sie sagen, es ist ein Skin Tint. Ich würde es aber schon als Foundation bezeichnen. Es erinnert mich ein bisschen an unsere geliebte Hyaluron Foundation von Reval de Loupe, die es ja leider so nicht mehr gibt. Aber ein tolles Produkt. In vielen Farben erhältlich. Sie hält sehr, sehr gut, vor allen Dingen, wenn ihr sie fixiert. Vergesst bitte nicht, dass Foundations meistens dafür konzipiert werden, um im Alltag zu funktionieren und nicht unbedingt nur vor einer Kamera. Und sie werden so gemacht, dass du sie natürlich auch mit Puder fixieren kannst, meistens auch sollst, damit einfach dieser überschüssige Glanz weggeht, das Ganze so ein bisschen angetrocknet wird und dann auch nicht mehr verrutscht. Mag ich sehr gerne, funktioniert bei mir sehr, sehr gut, egal ob ich ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, dann nehme ich auch einfach ein bisschen mehr oder in der Tagespflege gemischt. Der Vorteil, ganz klar, ist nicht nur der Preis, sondern vor allen Dingen auch einfach die Shade Range. Es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Farben, alle online, einige in der Filiale. Schaut euch mal durch, ich bin meistens so bei der 30 ungefähr, je nachdem, welche Jahreszeit wir haben. Bleiben wir beim Thema Puder und ich weiß, dass viele diese Puder lieben und ich habe sie mittlerweile auch lieben gelernt und das sind die transparenten Kompaktpuder. Ich habe jetzt das hier von Reval L'Arsenie, das ist mit die günstigste Marke im Rossmann. Alle Produkte, die ich euch hier zeige, findet ihr auch bei Rossmann. Das ist das Fixit Matte Compact Powder. Es lässt sich gleichmäßig auftragen, verblenden für einen ebenmäßigen Teint. Packaging klassisch ein Compact Puder, aber das hat es in sich. Gebt euch mal einen kleinen Hack mit, wie ihr eure Foundation am besten fixieren könnt. Ich habe meine Foundation jetzt noch nicht fixiert und ich nehme mir so einen Pinsel. Der ist ein bisschen runder, ein bisschen weicher. Der ist jetzt aus diesem Jazz Up Pinsel Set und da gehe ich rein. Einmal rein, das reicht völlig aus und dann presse ich das Puder wirklich in die Haut. Nicht wischen, sondern wirklich pressen. So kriegt ihr durch die Pinselhärchen das Make-up auch in den Poren so ein bisschen fixiert und sorgt dafür, dass das Make-up noch länger hält. Wenn ihr jetzt so rüber geht, dann sorgt ihr dafür, dass das Make-up einfach verrutscht, ihr vielleicht so kleine Streifen drin habt und das Ganze nicht mehr so gut funktioniert. Ein wichtiger Hinweis ist, bitte arbeitet mit diesen Produkten nur in dünnen Schichten. Wenn ihr so ein Microfiber Multitool Mini nehmt beispielsweise und das dann so unter die Augen presst, kann es passieren, dass es nicht nur zu hell wird, sondern dass, wenn ihr auch ein Foto macht beispielsweise, ihr aussieht wie ein kleiner Panda-Bär. Es hält sehr stark auf, meistens sind lichtreflektierende Partikel mit drin, wie Mika ist hier in dem Fall jetzt nicht mit drin, deswegen wird es hiermit auch nicht so passieren, aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Achtet da ein bisschen drauf, Mika reflektiert sehr, sehr stark unter euren Augen, aber das Finish an sich funktioniert gut. Der Preis, spektakulär, ich mag das auch ehrlich gesagt am allerliebsten von den transparenten Pudern, weil es halt nicht diesen Kickback oder Flashback hat und ihr das sehr schnell, sehr einfach und vor allen Dingen auch immer wieder auftragen könnt. Ich weiß, dass viele einen langen Tag haben und auch ich, wenn ich einen langen Drehtag habe oder viel unterwegs bin, ich kann natürlich nicht 16 Mal mein Make-up nachmachen, ne, weil ich kein Puder benutzt habe oder damit ich ein natürliches Finish habe. Deswegen gehe ich meistens mit so einem leichten Kompaktpuder zwischendrin punktuell auch nochmal rüber, um den Glanz wegzunehmen. Das ist kein Puder, um die Deckkraft zu erzeugen. Dafür benutze ich ja meistens dieses hier von Manhattan. Das ist wirklich, um das Make-up zu fixieren. Wir rutschen einmal kurz zu den Augen und da ist es, glaube ich, keine Überraschung, dass ich euch diese Palette hier nochmal mit auf den Weg geben möchte. Reval de Loupe Nude Matte Eyeshadow Palette hat sich in den letzten Monaten für mich aus mehreren Gründen bewährt. Nicht nur, dass ihr wirklich
3, 5, 10, 12 verschiedene Farben mit dabei habt, sondern ihr habt auch einfach die perfekten Farben. Gerade weil ich weiß, dass viele Mäuse in der Community vielleicht auch schon weiße, graue Haare haben und ich sehe, dass viele ein Problem damit haben, die perfekten Augenbrauenfarben zu finden, weil die Augenbrauen werden natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen heller. Und hier habt ihr die perfekten Farben für Augenbrauen. Nicht nur diese kühlen, das sind alles kühle Farben, bis auf diese drei hier unten vielleicht, also 1, 2, 3, die sind warm, der Rest ist kühl. Habt ihr die perfekte Möglichkeit, einfach Augenbrauenhärchen mit nachzuzeichnen. Ich mache das auch ganz gerne. In meinem Fall müsste ich jetzt hier in den dunkelsten Ton gehen, aber damit kann ich leicht und gleichmäßig meine Augenbrauen auffüllen. Hack Nummer 1. Schaut mal, wie schnell und einfach das geht. Zack, aufgefüllt. Kanten, aufgefüllt. Augenbraue ist voll und buschig. Nummer 2, natürlich als Lidschattenpalette. Ihr kennt ja meine Meinung mittlerweile zu diesen sehr, sehr bunten, sehr lauten Lidschatten. Ich bin da nicht mehr so ein Fan von. Ich bevorzuge vor allen Dingen, weil wir alle einen Alltag haben und wir gehen nicht jede Woche auf irgendein Event oder auf irgendeine Fashion Week. Reduzierte Paletten, die das, was wir haben, betonen. Und das habt ihr hier. Ihr habt verschiedene Farben, die ihr nehmen könnt, um sie leicht in eure Lidfalte zu geben, um das Lid so ein bisschen zu betonen, einfach um so einen Schatten zu erzeugen. Ihr könnt natürlich auch viel kompakter arbeiten. Also ich zeige euch jetzt mal kurz diese beiden Farben. Die haben es natürlich in sich, ne? Also du kannst damit Lidschattenlooks machen und eine schöne Cut-Crease mitziehen, wenn du das möchtest. Du brauchst es aber nicht. Für den Preis super. Genauso wie ich, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt wirklich nicht so viel in Urlaub mitnehmen oder so, habt ihr hier Augenbrauen, Lidschattenpalette, ihr habt sogar einen Highlighter, also die sind zwar matt, aber ihr könnt damit highlighten. Mit so einem hellen Ton hier unten mache ich auch ganz gerne einfach hier so ein kleines Highlight hier hinten setzen oder auf der Nase, damit das Ganze so ein bisschen mehr Definition bekommt. Oder mit den kühlen Farben auch einfach eine schöne Kontur setzen. Alles mit dabei für den Preis. Was wollen wir mehr? Falls ihr aber sagt, okay Maxim, du hast uns jetzt so viel gezeigt, um das Make-up zu mattieren. Wir brauchen aber ein Produkt, damit das Make-up wieder frisch und lebendig aussieht. Auch das sollte keine Überraschung für euch sein. Und da habe ich das Rival Loves Me Soft Radiance Powder. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dass ich das rausbringe, hätte ich das auch rausgebracht. Dieses Produkt ist spektakulär. Das soll ein Highlighter sein, ein Universal Finishing Powder. Und in die Richtung geht es meiner Meinung nach auch. Ich benutze das als alles. Zum Fixieren meines Make-ups mit so ein bisschen Deckkraft oder um einfach so einen leichten Glow hinzukriegen darin. Ganz subtil, ganz leicht, über die Stirn gedustet, auf die höchsten Punkte. Ihr könnt ihn natürlich auch punktuell als Highlighter benutzen. Vorteil von diesem Produkt ist, wenn ihr eine texturiertere Haut habt, sei es durch Fältchen oder Unreinheiten, das ist ein Highlighter, der das Ganze nicht so stark betont, weil der so subtil ist. Die Schimmerpartikel sind sehr, 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 sehr fein und sorgen dafür, dass das Licht eher diffus wird, als dass es betont. Grobflächig aufgetragen habt ihr natürlich einen richtig schönen Spiegelglanzeffekt im Gesicht oder punktuell für ein paar kleine Highlights, sei es unter der Augenbraue vielleicht oder im inneren Augenwinkel, um das Auge zu öffnen. Oder aber auch, weil es ja doch eine kleine Deckkraft hat, hier hinten einen kleinen Lichtpunkt. Probiert das mal aus. Es macht wirklich ganz viel aus, hier hinten ein kleines Highlight zu setzen, um das Auge hier ein bisschen zu öffnen. Für mich ein Produkt, welches ich sehr, sehr gerne benutze, auch in Bezug auf diese erwachsenen Produkte und erwachsene Lidschattenlooks, sind die Luminous Eye Tints von Essence. Gibt es in verschiedenen Farben. Meine liebste ist Tatsache die 04 Glazed Candy Cloud. Manchmal darf es ja doch ein bisschen spannender sein, aber ich finde, spannend heißt nicht bunt. Ihr merkt es, ich habe so einen richtigen Bunt-Hass bekommen. Das ist so ein grau-lila Taub und das aufs Auge gestempelt. Ihr könnt sehen, das Augenlid, ich trage mir das meistens erst auf meine Hand auf, so ein kleines Würstchen reicht. Arbeite das mit meinem Ringfinger erstmal ein und stempel das dann hier rauf. Das betont das Augenlid noch so ein bisschen. Es gibt dem so einen ganz leichten, rosanen, lilanen Touch. Sehr schlicht, aber trotzdem so ein kleiner Hingucker. Ich glaube, dass wir oft vergessen, dass die meisten Leute, wenn sie gut erzogen sind, wenn wir uns mit ihnen unterhalten, uns natürlich in die Augen schauen und wir nicht so viele ablenkende Produkte im Gesicht brauchen, wenn wir uns mit Menschen unterhalten. Ne? So eine sehr intensive Lippe ist ein Hingucker, aber im Alltag kann die meistens von der Konversation mit ablenken. Und wenn du ganz leicht nur deine Augen betonst, mit so einem Skin-Tint oder so einem Eye-Tint, denkt die andere Person auch vielleicht im Unterbewusstsein, Mensch, was ist das denn? Das sieht so süß, das sieht so schlicht und beruhigend aus.
Ihr könnt natürlich dann auch, wenn ihr es ein bisschen spannender machen wollt, zum flachen Pinsel in eine dunkle Farbe gehen und hier die Lidfalte vielleicht noch ein bisschen betonen. Das ist dann up to you. Also je nachdem, wie viel ihr daraus machen wollt. Kleiner Trick, wartet einen kleinen Moment, bis sie sich so ein bisschen fixiert haben. Einmal die Augen kurz zulassen, durchatmen und dann halten die auch wirklich gut. Ihr könnt sie natürlich auch noch mit einem schimmernden Creme-Lidschatten betonen. Braucht man hier aber nicht. Bei so einem geringen Preis und so einer dezenten, guten Wirkung will ich aber auch gar nicht mehr. Und falls ihr gut günstigen Mascaren sucht, schaut doch einfach mal bei Catrice vorbei. Ich habe jetzt hier beispielsweise die Lash Changer Mascara. Bei Catrice ist immer so ein bisschen das Problem, dass sie sehr oft die Mascaren rausnehmen und wieder reinbringen. Ich habe die jetzt hier in schwarz. Die hat ein sehr spannendes Bürstchen. Das ist so ein bisschen spitz nach oben zulaufend. Die trage ich jetzt auch schon. Ich gehe jetzt aber nochmal mit einer zweiten Schicht rüber. Und ihr seht, wie schnell das geht. Die Augen werden so krass betont. Ihr könnt es aufbauen. Ihr könnt die leichter benutzen. Ihr könnt sie stärker benutzen und ist meiner Meinung nach eine der besten Mascaren von Catrice für einen sehr intensiven Augenaufschlag. Ihr werdet jetzt sehen, dass ich ja verhältnismäßig starkes Make-up für meinen Alltag hier gerade habe. Hat aber auch einen Grund, ich habe gleich ein Video-Interview. Und da müssen natürlich so Features, die oft ein bisschen in den Hintergrund geraten, wie beispielsweise eine Kontur oder die Wimpern, ein bisschen stärker betont sein. Die ist sogar wasserfest. Die braucht einen kleinen Moment, dass sie runtertrocknet und dann hält die aber auch. Ihr könnt die Lashes curlen, habe ich jetzt hier natürlich auch nicht gemacht, mehr extra nochmal. Trotzdem habt ihr diesen Schwung, ein tiefes, tiefes Schwarz, wenn ihr ein bisschen mehr Wimper wollt. Es gibt ja die Wimperntuschen, die ich persönlich gerne im Alltag benutze. Volume Million Lashes Balm Brown. Die nimmt jede einzelne Wimper und macht sie so einen halben Millimeter länger, ein bisschen dunkler und intensiver. Das ist eine Wimperntusche. Die gibt euch einen Blick, die gibt euch einen Ausdruck ins Gesicht und hält sehr, 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 sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht in der Drogerie entdecken konntet. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Wünsche euch alles, alles Liebe und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!